Der 11-jährige Sohn meiner Freundin, Max heißt er, ist hundertprozentig davon überzeugt, dass er eines Tages in der deutschen Fußballnationalmannschaft spielen wird. Hundertprozentig. Was glaubst du, was die Erwachsenen sagen, wenn er das erzählt? Schaffst du nicht, das ist total schwierig, such dir lieber noch was anderes aus. Und jetzt überleg mal, was hast du mit 10 oder 11 geglaubt? Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, was du werden wolltest oder welche Träume du hattest. In diesem Alter glauben wir wirklich, wir können die Welt bewegen. Wir glauben so stark an unsere Fähigkeiten, dass wir alles schaffen können. Und im Laufe des Erwachsenenwerdens verlieren wir diese Fähigkeit. Vielleicht, weil wir zu oft hören, das schaffst du nicht, das kannst du nicht, du bist nicht gut genug, das schaffen nur die wenigsten. Und dadurch kriegen wir im Denken Blockaden. Und wir glauben manchmal nicht mehr gut an unsere eigene Kompetenz, an unsere Fähigkeit, Dinge zu bewirken. Selbstwirksamkeitserwartung nennt man das. Also das heißt, wie stark glaubst du denn an deine eigene Fähigkeit? Wie stark glaubst du an aus eigener Kraft Probleme, die im Leben kommen, bewältigen zu können? Diese Fähigkeit ist extrem wichtig, wenn es darum geht, innere Stärke zu entwickeln und daran zu glauben, dass egal was im Leben auf dich zukommt, du die Kraft haben wirst, es zu bewältigen. Wenn du solche Gedanken über dich hast, zum Beispiel, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, dann stell dir folgende Fragen. Frage 1. Ist das wirklich wahr? Kann ich das wirklich nicht? Und dann überleg mal, vielleicht gab es schon mal irgendwas, wo du das geschafft hast. Also stimmt das wirklich, dass du es nicht schaffst, dass du es nicht kannst? Frage 2 ist, was wäre denn, wenn das Gegenteil wahr wäre? Also das heißt, was wäre denn, wenn du es schaffen könntest? Was würde denn dann passieren? Was wäre, wenn es dir alles plötzlich gelingt? Frage 3. Welche Beweise gibt es dafür, dass das Gegenteil stimmt? Also zum Beispiel, du hast es schon mal geschafft. Es ist dir schon mal gelungen, ein ganz neues Projekt zu übernehmen. Und dann versuch mal, diesen Satz umzuformulieren. Zum Beispiel aus, ich schaffe es nicht, wird ganz einfach, ich schaffe es. Oder aus, ich bin nicht gut genug dafür, wird, ich bin nicht perfekt und das ist gut so. Probier diesen Gedankenswitch einmal umzulenken, denn das wird dir helfen, deine Selbstwirksamkeitserwartung, das heißt den Glauben an dich und deine Fähigkeiten, Probleme im Leben bewältigen zu können, steigern. Und das wiederum verhilft dir zu innerer Stärke.